So, meine Lieben, frisch gegessen und Omas Gardinen wieder umgelegt. Geht's wieder weiter? Ich hoffe, ich verfalle jetzt nicht in ein Fresskoma, aber das dürfte sich noch ein bisschen hinziehen. Hoffentlich habe ich bis dahin schon wieder ein, zwei Folgen aufgenommen. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben schon wieder den nächsten Angriff vor uns. Ich bin froh, dass sich bei uns sonst alles weiter steigert, egal was wir jetzt hier in Auftrag gegeben haben, bis auf Steine. Und Steine, ja, da werde ich wahrscheinlich noch irgendwie anders dran arbeiten müssen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber egal, wir kriegen alles hin. Wir schaffen das schon. Wir werden es auch schaffen, die Forschung noch weiter voranzutreiben. Gegebenenfalls muss ich wirklich mal mit anderen Dingen forschen als mit normalem Holz. Sprich Säureholz oder ähnlichem. Geht weg, Mensch. Ich bin schön schnell, ihr könnt mir gar nichts. Guckt mal. Ah, einen Treffer habt ihr gelandet. Den gönne ich euch. Zwei. Es geht. Das ist in Ordnung. Ich werde es trotzdem schaffen, euch zu besiegen. Denn wir werden Sieger sein. Wir haben es drauf. Wir gehen durch dick und dünn. Wir geben nie auf. Und man kann sogar ausweichen. Das finde ich super. Denn das werde ich gleich versuchen. Kommt, geht alle weg. Nur noch du. Ach, und der auch noch. Oh, der hat sogar zweimal getroffen. Bösewicht. Ich mag dich nicht. Auch wenn er doch die Wahrheit spricht. Wie sieht es eigentlich aus mit der Verteilung? Kann er genauso schnell alle drei aufteilen oder kann er immer nur einen aufteilen? Sieht nämlich so aus, als wenn immer nur einer hinfährt. Obwohl, nee, er macht mehr auf einmal. Ist okay. Gut, die kostenlose Erweiterung, die nehmen wir noch mit dazu. Dann können wir uns die nämlich auch noch mit ranfügen und dementsprechend die Stadt noch weiter vergrößern, jetzt auch im Süden hinaus. Das wäre ganz praktisch, da haben wir hier jetzt nämlich auch ein größeres Umfeld und können irgendwann auch mal die Perp-Toffel-Farben mit reinnehmen. Wobei es wahrscheinlich günstigere Varianten gibt, Alternativen, als Perp-Toffeln. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass es da auch nochmal irgendeine andere alternative Nahrungsquelle gibt. Das wäre ganz, ganz schön. So, weitere Steine kommen. Steine werden immer mehr, das ist gut. Uns fehlen weiterhin zweimal, oder uns fehlt weiterhin zweimal Carbonit. Das ist aber in Ordnung. Ich gucke mich jetzt hier mal um. Beschützt mich, liebe Türme. Dankeschön. Ich wusste, ich besiege alle Gegner. Fast im Alleingang. Hahaha. Kommt, geht weg, Mensch. Ich mag euch nicht. Super. Alles mitnehmen, Dankeschön. Du auch noch. Tschüssikowski. Ich hoffe ja noch so eine Ruine zu finden und da wirklich noch einmal Carbonit herzustellen. Denn dann können wir wenigstens unsere Stadtstufe erhöhen, hätten mehr Gewicht, das wir durch die Gegend transportieren und auch mehr Lagerplatz für alles. Das wäre so toll. Euch gibt es aber viele hier. Hier soll es recht sein. Ich mache sie alle fertig. Geht doch. Schon wieder einen neuen Stadtrat wählen. Beziehungsweise ein neues Ratsoberhaupt. Machen wir gleich. Ich will bloß noch diese hier loswerden und dann kümmern wir uns darum. Dankeschön. So, wir müssen jetzt im Prinzip die Forschungsfraktion nehmen, ansonsten gibt sie uns Minus in bestimmten Bereichen. Produktionsgeschwindigkeit wird für Energie um 30% erhöht, Verbesserungsmaterialien um 15% gesenkt. Das ist ja hervorragend. Nehme ich. Jetzt haben alle im Prinzip plus einen Punkt, ne? Sodass wir, egal was wir nehmen, das nächste Mal nicht ins Minus rutschen. Das ist sehr praktisch. Eigentlich müssten die alle mehr als einen Punkt haben. Zwei Punkte. Warum ist hier kein Carbonit drin? Das wäre so schön, so einfach. Kommt jetzt einzeln, oder wie? Na, alle auf einmal bitte. Sehr gut. Okay. Das wäre geschafft. Das haben wir soweit alles.
Bisher ist noch alles relativ ruhig. Ich meine, die Umgebung ist gnädig. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben auf einfach gestellt. Ist klar, dass es da nicht allzu schwierig ist. Und wenn man sich mit dem Spiel auskennt und wenn man ungefähr weiß, was man zu tun hat, dann kann gnädig schon relativ einfach sein. Aber für diejenigen, die als erstes mit drin sind, die sind natürlich erstmal überfordert. Die müssen erstmal gucken, was muss ich erforschen, auf welche Waren kommt es an, wie komme ich überhaupt an gewisse Waren ran. Oh Gott, ich mag ja noch gar nicht in ein zwei Totenkopfgebiet gehen. Das wäre doch furchtbar. So ungefähr stelle ich mir dann die Diskussion dabei vor. Ja, die kommen jetzt eh nicht runter, schaffen sie sowieso nicht, weil sie gar nicht wissen, wo ich bin. Nehmen das hier alles mit. Ernten sozusagen alles ab, was hier noch irgendwo rumsteht. Das Einzige, was wir nicht abernten können, sind irgendwie Säurekristalle. Auch interessant. Hier steht sonst nichts weiter rum, ne? Hier haben wir alles mitgenommen. Sehr nice. Haben wir gut gemacht. Aber hier waren wir eben noch nicht. War aber auch nichts Weltbewegendes hier. Und schon wieder ist eine Infrastrukturverbesserung verfügbar. Jetzt nehmen wir Überleben noch einmal mit dazu. Zack. Und das nächste Mal können wir dann die Türme noch mehr verbessern, um denen noch mehr Schaden zu geben. Das würde auf jeden Fall helfen, um die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Ich sag euch, wir überleben ewig, wenn das so weitergeht. Wir sind richtig gut dabei. Kostenlose Erweiterung ist auch fast fertig. Ich frage mich, wie groß die Stadt eigentlich werden kann und was man nachher alles für Materialien braucht, wenn man wirklich noch eine Stufe höher gehen möchte. Das wird sehr interessant. Lü. Oh, Schubidu, ich wäre so gern wie du. Ich möchte so sein wie du und wie ihr und wie alle hier. Eigentlich wollen wir auch Albträume sein. Für die Albträume sind wir ein Albtraum. Es spawnen ja auch keine nach, ne? Also wenn, dann kommen die wirklich nur durch diese Angriffsfelder. Und das erinnert mich schon so ein bisschen an Craft the World, Factorio. Ist dann einfach so irgendwelche Viecher mit mal sich zusammensammeln, zusammenrotten und aufeinander losgehen, hätte ich beinahe gesagt, auf mich losgehen. Miteinander auf mich. Kommt, geht weg. Schade, bisher keine weitere Ruine, ne? Das ist ja schon so ein bisschen ärgerlich. Ich habe echt gedacht, wir würden vielleicht noch eine finden. Aber wer weiß, was hier noch im Osten so rumläuft, lungert, wie auch immer. Bin ja schon mal ganz froh, dass wir dieses komische Ressourcenzentrum gebaut haben, womit die ganzen Waren dann auch hochfahren können. Denn das können wir nachher in den anderen Gebieten ja richtig gut gebrauchen. Das ist richtig nice. Leider kommt im Moment nicht mehr ganz so viel an Säurestein und Säureholz mit dazu. Das ist ein bisschen traurig. Aber es sollte okay sein, wenn wir später in ein anderes Gebiet müssen, nämlich in ein Zwei-Totenköpfe-Wüstengebiet, wo wir eigentlich hin sollten. Laut unserem Auftrag. Und wir sollten eigentlich schon längst mit Expeditionen arbeiten. Bisher haben wir noch nicht eine Expedition entsendet. Das müssten wir uns vielleicht auch nochmal zu Genüge führen, wie das funktioniert. Ich mag jetzt auch gar nichts großartig bauen. Denn wenn irgendwann wieder ein neues Ratsoberhaupt gewählt werden soll und wir nicht mehr so viel Energie bekommen, dann bringt mir das nicht viel. Dann finde ich das eher schlecht. Das ist nicht gut. So, wir haben noch zwei Gebiete, die wir noch nicht entdeckt haben, nämlich den oberen Norden links, den linken Norden, sozusagen. Was soll ich denn mit Säurestein? Die brauche ich nicht. Und wir brauchen, du brauchst den Säurestein. Bitteschön. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Säureholz. Und wir brauchen, ich dachte gerade, was kommt hier auf mich zu? Ich sehe auf der Karte die ganzen Punkte, die auf mich zulaufen, aber das sind ja diese ollen Wagen. Wir brauchen noch einen Blick nach unten rechts, was sich dort noch befindet. Ah ja, da haben wir Holz. Okay. Geht klar. Ich glaube, man kann aber im Vorfeld, wenn man in ein Gebiet gehen möchte, sehen, welche
Gebäude und antiken Relikte sich dort befinden. Und da waren nur zwei abgebildet, so wie ich das in Erinnerung habe. Oder eins war abgebildet und die Treps werden so und so für weniger oder so. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall auch erst bei Bedrohungsstufe 7, haben also noch jede Menge Möglichkeiten und Zeit. Alles ist gut. Hier haben wir jetzt alles soweit ausgenudelt, ausgelutscht. Es gibt kein Carbonit mehr dazu. Es gibt aber auch kein Säureholz, keine Säuresteine, obwohl wir uns hier in einem säurehaltigen Gebiet befinden. Das ist natürlich schade, da müssen wir jetzt aber durch. Hier war alles soweit durch. Das, überall, wo ein Kreuz ist, ist im Prinzip alles abgefarmt. Da kann man nichts mehr machen. Schade eigentlich. Und Säure fehlt jetzt auch. Säure kommt zwar noch aus dem einen Gebiet. Ich glaube aber, aus dem anderen Gebiet fährt die Säure nicht hoch. Muss ich mal drüben sagen, dass er erstmal keine Säure mehr annehmen soll. Und da, wo ich als nächstes hin wollte, da gehen sie jetzt hin. So, das hier raus, genau. So, die Säure fährt jetzt zum anderen Bereich. Ist okay. Ich gehe jetzt runter und besiege die Gegner und dabei gucken wir mal, was sich unten im Süden noch befindet. Oh, lalalalalala, Südosten. Lalalalalala. Ich mag den Tidy, der ist cool, der ist gut drauf, der hat gute Laune. So liebe ich das. Ja, jetzt wurde automatisch die Bedrohungsstufe auf 8 erhöht. Sehr nett, dankeschön. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir das Ratsoberhaupt neu gewählt haben und vorher ja die Bedrohungsstufe sich langsam erst nach oben entwickelt hat. Oh, du bist aber schon ein großes Monster. Ja, dich kriege ich so einfach nicht weg. Okay. Interessant. Habe ich so noch nicht gesehen. Krieg euch so besiegt. Muss bloß einmal noch draufhauen, damagen und fertig. So, gib mir alles, was hier noch rumsteht. Dankeschön. Wieder Flux und sämtliches Zeug, nur nicht das, was ich eigentlich brauche, verdammt. Egal. Wir haben jetzt alles soweit erkundet. Es gibt keine weitere Ruine, in der wir noch irgendwie Treibstoff oder Carbonit herstellen können. Das ist natürlich schade, aber da müssen wir jetzt durch. Wir haben jetzt wieder genügend Säure dann auch nach oben gebracht, sodass die restliche Säure zu Holz und zu Steinen verarbeitet werden können. Und brauchen im Prinzip noch ein bisschen mehr Säure dann auch für das Holz, das ja teilweise gar keine Säure abbekommen hat. Forschung abgeschlossen. Schön. Gut, wenn jetzt die kostenlose Erweiterung durch ist, werden wir uns dem Schmelzofen widmen, dann den Fluxmaschinen und dann den Apartments. Dann sind wir damit durch. Als nächstes dann darunter den Materialisierer und alles, was hier unten noch zusammenhängt. Also das ist alles schon soweit erforscht. Da bin ich sehr zufrieden. Eine schöne große Riege. Die restlichen kriegen wir auch noch hin. Eins nach dem anderen. Ich denke mal auch, es gibt Gebiete, die nicht nur ein oder zwei Totenköpfe haben, sondern auch drei. Wir haben ja jetzt sozusagen dadurch, dass wir ein Gebiet mit zwei Totenköpfen beschritten haben, automatisch dafür gesorgt, dass alles ein bisschen schwieriger wird. Und ja, wir gucken mal. So, das Teil haben wir jetzt auch nochmal verbessert. Dann kriegen wir wieder mehr Nahrung. Nahrung geht aber noch weiter nach oben. Das ist okay. Du hast immer genug zu tun, ne? Also die vier Farben, die lasten dich auch gut aus. Obwohl es tatsächlich keine großartigen Perptoffelfarben gibt. Aber du meckerst wenig, dass du keine bekommst. Essen wird auf jeden Fall in Massen produziert. Es ist jetzt nicht so, dass uns das fehlt. 10,0 in der Produktion. Ich weiß, wenn wir das nächste Mal wieder in die Wüste gehen, dann werden wir wieder sehr viel an Essen benötigen. Und sollten wir unsere Kartoffelfarm dann nochmal aufstufen wollen, dann bräuchten wir dafür Sternholz, das wir im Moment nicht mehr ganz so toll sammeln. Ich muss mal gerade gucken, woran das liegt. Das könnte am Teer liegen. Nee, Teer ist noch genug da. Es fehlt tatsächlich an Holz. Heißt, wir werden jetzt dafür sorgen, dass hier auch noch weiteres Holz gesammelt wird. Muss also nochmal einen neuen Blutholzfäller mit implementieren. Du hast auch nichts mehr. Ja, war klar. Alles schon ausgenudelt. Ich meine, schön. Freut mich. Je mehr Ressourcen wir mitnehmen, desto besser. Ich will mich gar nicht dagegen aussprechen. So.
du kannst schon mal losfahren und das Holz hochbringen. Ich hoffe, du fährst auch zu dem anderen und nicht zu dem. Wir beobachten den Wagen mal. Jetzt bin ich gespannt, wo er hinfährt. Nach rechts oder nach links? Links wird es ja auch gebraucht. Er fährt erstmal ganz fleißig nach oben. Das machst du sehr gut. Aber du kannst nicht in der Stadt fahren. Das heißt, du könntest jetzt nicht hier hochfahren und dann da durch. Du musst im Prinzip rechts oder links abbiegen. Du biegst rechts ab. Das ist gut, denn rechts brauchen wir auch das Holz. Super. Das heißt, Sternholzproduktion wird wieder angeheizt. Sehr gut. Wo ist die normale Holzproduktion? Ihr macht auch beide Säureholz. Theoretisch müsste ich die Säure auch nochmal rüberführen und dort runterbringen. Du hast auch nicht viel Säure. Daraus müssen wir auf jeden Fall auch noch die Steine produzieren. Die Steine sind im Moment auch unglaublich wichtig. Nicht nur fürs Aufstufen, sondern wahrscheinlich auch für die ein oder anderen Bauten, die wir später noch implementieren müssen. Und ich würde ungern daraus die Forschung zimmern. Deswegen bin ich die ganze Zeit dabei, weiter zu forschen, um das ein oder andere mit reinzubringen. Apropos forschen. Wir haben doch die neue Erweiterung für unsere Stadt. Wo kann ich die jetzt mit reinbringen? Wo war das nochmal? Hier. Hier geht's nicht, da auch nicht, weil die Gebäude das alles blockieren. Wie überaus nervig. Würde jetzt ungern oben noch ein bisschen was mit ranbringen, aber hier müssen wir. Das heißt, wir werden uns erstmal hier erweitern. Und das würde im Prinzip etwas kosten, was, ja, Carbonit. Habe ich nicht, mache ich nicht. Also habe ich schon, will ich aber jetzt nicht ausgeben dafür. Da fährt der Wagen. Schön. Gut, die Federsteine nehmen wir mit. Wir nehmen auch noch das Holz mit. Oh, ist das schön, wenn man nicht mehr die ganze Zeit irgendwas hochbauen muss, sondern wenn das alles von ganz alleine läuft. Das ist so ein schönes Gefühl. Theoretisch würde ich jetzt sämtliche Fließbänder gerne abreißen, aber man bekommt leider das Flux, was man dafür ausgegeben hat, nicht ersetzt. Das ist natürlich doof. Aber da muss man durch. Stattdessen bin ich froh, wenn wir diese Forschung durchhaben und so langsam die Apartments bekommen. Die werden wir demnächst dann auch bauen können. Wir müssen bloß irgendwo einen Ort finden, wo wir eben die Erze herbekommen. Ich meine, wir können dann einen Schmelzofen bauen, das ist ganz toll, aber wir brauchen ja den Kupferbohrer. Also entweder gibt es Kupfer auch wieder nur in bestimmten Gebieten, wovon ich leider ausgehe, aber dafür müssen wir dann schon ein bisschen stärker sein. Da reicht es nicht, in einem Zwei-Totenköpfe-Gebiet unterwegs zu sein. Also wenn es wirklich so ist, dass es in einem Drei-Totenköpfe-Gebiet ist, dann will ich zumindest im nächsten Gebiet zumindest schon mal unsere Stadt, unseren Stadtkern erweitert haben. Heißt, wir gehen vorher nochmal in ein Zwei-Totenköpfe-Gebiet in die Wüste. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Bedrohungsstufe dann automatisch auf 10 ist, sodass wir dann sämtliche Türme und alles andere schon mal so ein bisschen aufgestuft haben. Euch geht es im Moment aber noch gut. Theoretisch könnte ich euch sogar nochmal aufstufen, aber ich will das Sternholz noch ein bisschen behalten. Wir haben bisher keinen zerstoßenen Federstein hergestellt, ne? Gar nicht. Null. Nada. Und dann könnte man das tatsächlich so machen, dass produzierte Dinge, die außerhalb der Stadt produziert wurden, beispielsweise mit Türmen geschützt oder sonst irgendwas, dann rübergerollt werden in ein Lager hier direkt vor Ort und das Lager, das transferiert dann alles rein in die Stadt. Ich denke mal, es wird auch hoffentlich irgendwann bessere solche Bänder hier geben. Das wäre ganz toll. Bald kommt die nächste Verbesserung, dann können wir die Türme nochmal verbessern, dann haben die auch nochmal eine Angriffsrate plus 5% und sogar Schaden plus 15%. Besser geht's kaum. Ach nee, wir müssen erst noch einmal Überleben auf 4 bringen. Ach verdammt. Na gut, und demnächst machen wir dann wirklich nur noch das Sammeln höher, um dann die Produktionsgeschwindigkeiten von allem zu erhöhen, egal ob beim Ernten oder sonst irgendwas. Ja, die Offensive, die ist mir eigentlich relativ egal. Unser guter Tiny hier, der kriegt das relativ gut hin. Und ich schätze mal, wenn wir im nächsten Gebiet sind, auch mit zwei Totenköpfen, dann sind wir auch gut dabei.
Theoretisch könnten wir das Holz von dort auch noch mitnehmen. Normale Holzproduktion sieht nämlich im Moment schlecht aus. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.